Herzlich willkommen zu Folge 98 von Die Siedler 2 History Edition. Ich bin's wieder, dein Simon. Es freut mich sehr, dass du wieder einschaltest. Ja, langsam, aber sicher ist hier. Jetzt müssen nur noch die Leute her. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen und ich glaube, ich mache das jetzt auch. Haben halt hier nicht einfach nicht zusammenhängt genügend Gebäude, so wie ich das ganz gerne hätte. Dann teilen wir das einfach auf. Ist ja nicht schlimm. Und dann machen wir hier noch mal. Ziehen wir die ganze Holzproduktion um. Schaffen wir hier ein bisschen Platz. Ist mir egal, ob da noch Baumstämme drin sind. Ja, wie gesagt. Scheinbar fehlen da immer noch Bretter. Und natürlich fehlen auch noch die Beschäftigten. Hier geht das deutlich schneller. Hier haben wir jetzt aber nicht mehr die Leute, die bauen können. Beziehungsweise nur noch einen oder zwei. Egal. Die Geduld bringen wir jetzt noch voller auf. Und jetzt bitte die Ionen rausschiffen. Oder holen wir die jetzt erst von der Hauptinsel ab und dann müssen wir die von da unten wieder hier hochschippern. Das wäre der Worst Case, aber ich traue dem mittlerweile alles zu. Dem logistischen Chaos, was ich hier auf die Beine gestellt habe. Welches Notprogramm? Weiß nicht, was damit gemeint ist. Das hier, aber dabei habe ich doch nichts rumgeklickt. Zwei Kohleminen haben wir noch.
Hier läuft auf jeden Fall die Holzproduktion schon wieder. Ist gar nicht so schlecht. Wir müssen jetzt nur hier vorankommen. Und die verdammten Gebäude hier müssten jetzt einfach mal besetzt werden. Das kann doch nicht so fackenknallschwer sein. Für was habe ich 10 verdammte Schiffe gebaut? Sitzen immer noch hier unten, ne? Also es absurd. Völlig absurd. Wir haben das jetzt echt von hier oben runtergeschiffert. Egal, sei es drum. Die Holzproduktion hier ist erstmal deutlich uninteressanter als die hier. Das Sägewerk jetzt noch besetzen. Das wäre grandios. Baumstämme sind ja erstmal genügend da. Es kommt aber kein Schiff auf die Idee, runterzufahren, ne? Doch. Du bist Mars, du bist es. Du holst jetzt hier die Leute ab. Glaub an dich. Nicht wirklich, aber sag's keinem. Fehlt auch Holz. Ich glaube, das war echt das Problem, dass ich das hier immer wieder habe wegschaffen lassen. Ich raste aus, ne? Ich ende das jetzt. Es nervt mich so sehr. Baue hier das verdammte Hafengebäude. Kann ich die jetzt nicht zwingen, aus dem Scheißladen rauszugehen, oder was? Offensichtlich kann ich das nicht. Es fuckt mich so sehr ab. Wirklich. Ich hab Schiss, dass sie alle weg sind, wenn ich das Ding abreiß. Ey, wir haben Bretter zum Scheißen, ne? Wir haben Bretter wie nix. Aber wir schaffen es nicht, auf die 2 Kackinseln mit unseren 10 Schiffen Bretter zu bringen. Wir können hier nicht weiterbauen. Wir schaffen es nicht, das aufzubauen gescheit. Und die Gurken zum Großteil leer, wild durch die Gegend.
Ich mach das jetzt, glaube ich, nochmal anders. Das hier ist intakt. So, mir jetzt egal. Wir reißen die Scheiße hier nochmal ab. Sorry, dass ich jetzt so am Fluchen bin, aber mich nervt es gerade so abgrundtief. Und bauen das da nochmal auf. Wundervoll. Anders, wenn hier den das Forsthaus. Dann haben wir hier Holz hoffentlich und hier Holz. Hätte ich auch schneller drauf kommen können. Und hoffentlich funktioniert das dann. Halbwegs zumindest. Ist ja echt nicht auszuhalten. Das muss jetzt hier zwar hingeschafft werden, aber... Und das ist auch Steinverschwendung und was weiß ich nicht alles. Ich habe zumindest die Hoffnung. Dass wir das Problem dann los sind. Ich würde es, glaube ich, trotzdem noch mal ein bisschen hier Holz aus den alten Lagerhäusern rausforsten nach vorne. In mir stirbt einfach was permanent, ne? Dass die das nicht hinkriegen, das Sägewerk zu besetzen. Weiß nicht, wird es irgendwie besser, wenn die... Was schippern die da eigentlich? Gerade hin und her. Das steigt auch gar nicht mehr aus, ne? Also... Okay, ich hoffe jetzt, dass es damit besser wird. Das scheint doch recht zügig zu gehen hier, der Bau. Sonst drehe ich langsam durch. Da noch eine Verbindung. Hier. Dass wir an Holz so einen verdammten Überfluss haben, aber es nicht hinbekommen. Und scheinbar wird auch das ganze Holz jetzt da vorgebracht und nicht... auch nur ein bisschen hier in die Richtung. Egal. So. Mal schauen, ob wir es schaffen,
die Gebäude zu besetzen. Oder ob jetzt alle jetzt hier drin hocken, dass wir das Forsthaus dort nicht mehr besetzen können. Das könnte auch passieren. Traut dem mir mittlerweile alles zu dem Spiel. Immerhin haben wir mittlerweile Einheiten in der Hinterhand, die zwar nicht gelevelt sind, aber wir haben immerhin eine Reserve an Einheiten. Da bin ich ja schon fast stolz drauf. Wir haben da schon drei in Auftrag gegeben, ja. Okay, jetzt wird hier Holz produziert. Und sollte das jetzt hoffentlich vorangehen. Wenn das Forsthaus noch anfängt zu arbeiten, wäre ich sehr glücklich. Das Problem ist, wir haben jetzt die Eisen, wir haben bald gar keine Erzproduktion mehr. Okay, wir haben hier nichts mehr. Wir haben noch ein Bergwerk, was aktuell arbeitet. Alles andere steht still. Den Mist nicht gebaut bekommen hier. Das Schiff fährt auch, glaube ich, seit 2 Stunden den Eingeleerten hin und her, obwohl er nichts gebraucht wird. Ist echt spannend hier mit anzusehen. Jeder ein Brett, ne? Also dürft auch nur einzeln fahren. Es wurde das erste Brett nach hier unten gebracht. Der Schreiner wurde leider nicht mitgenommen für oben. Das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Ich weiß nicht, warum das noch nicht angekommen ist, dass wir den hier brauchen, aber...
Bleibt spannend, das herauszufinden. Aber das hier scheint anzulaufen, das ist gut. Das heißt, wir sollten jetzt hier immer Holz haben. Okay, ist eingetreten, wie erwartet. Die Burg sollte aber relativ schnell fallen, weil wir hier ein schönes Katapult haben. Tschüss, Burg. Frage ist, ob das Burg, ob die Burg das Katapult hier weghaut, wenn sie besetzt werden sollte. Und die Frage ist, wie viele Stunden wir noch brauchen, bis das hier angefangen fängt zu funktionieren. Vielleicht holen sie die Leute auch erst, wenn die Sachen fertig gebaut sind, weil dann die Prio von dem Holz wegfällt. Vielleicht arbeitet das auch irgendwie so. Weiß es nicht. Von der Logik her. Wirklich zu hoffen. Ich meine, vielleicht wird jetzt jemand abgeholt. Nein, warum auch, ne? Vorbeischippern tun wohl gerne, aber wir bringen auch gerne mal ein Brett vorbei. Nehmen natürlich auch nicht drei Bretter mit, weil es sind ja nicht drei Baustellen, die Sachen brauchen, sondern wir nehmen nur eins mit und fahren da dann hin. Immer schön eins nach dem anderen. Ey, das ist so lustig und traurig zugleich. Irgendwie. So, das war's. Okay, hier ist eins besetzt worden. Ein Gebäude, das haben wir auch gleich weggeschossen. Bleibt auch drauf, ne? Also da geht nirgends mehr hin, ne? Es ist so süß. Ach hey. So. Oh, das sieht gut aus. Die werden doch jetzt, also liegt es wirklich daran, dass sie das intern priorisieren? Und dann fahren alle 10 Schiffe dieses einen Hafengebäude an. Bis das realisiert wurde. Und erst dann schauen sie sich den Rest an. Sehr spannende Vorgehensweise. Jetzt geht es zumindest hier weiter. Es ist ja. Bin ja fast schon glücklich darüber, um ehrlich zu sein. Das heißt, als nächstes werden wir das hier anschließen, dass wir hier die Kohle bekommen und dann hier Gold weitermachen können. Kannst du da jetzt nicht mehr hinlaufen, oder was? Das ist scheinbar zu weit weg hier. Bitte sei dabei.
dass wir endlich vorankommen. Es ist ein Traum. Es ist kaum zu glauben. Okay, so. Wir können endlich aus der Schockstarre erwachen, wie es aussieht. Vielleicht hätte ich hier doch noch irgendwie Holz. Egal. Es sind natürlich jetzt viele Bausteine auf einmal, aber das werden wir jetzt auch noch irgendwie rumkriegen. Und mit der Eigenproduktion muss da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel hingeschippert werden. Wenn die jetzt auch die Gebäude noch priorisieren, deswegen immer nur ein Holz hinbringen, dann wird es irgendwann zu viel für mich. Aber vielleicht machen sie das auch. Wie dem auch sei, ich bedanke mich vielmals fürs Dabeisein, ihr Lieben. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter hier. Wenn wir dann irgendwann hoffentlich vielleicht auch mal wieder ins Agieren kommen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war jetzt echt die letzten Folgen echt ein Graus. Ich muss für die nächsten Missionen da auf jeden Fall irgendwie das besser managen. Ich glaube, wir müssen auf jede Insel zumindest ein Sägewerk mitnehmen. Und die Holzproduktion auch wirklich immer mit dem aktuellsten, nenne ich es mal, mit dem aktuellsten Lagerhaus mitziehen, sonst wird das nichts. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.